10 Uhr am Vormittag. Normalerweise keine Zeit, in der viele Menschen tanken fahren. Im polnischen Skorzelec, direkt an der deutschen Grenze, ist das anders. Seit Wochen herrscht hier rund um die Uhr Hochbetrieb. Etwa die Hälfte der Kunden kommt aus Deutschland. Auch Heike Biele aus Görlitz fährt neuerdings zum Tanken nach Polen. Früher war es dort deutlich teurer. Die Preise hier in Polen waren teilweise so wie im Landesinneren in Deutschland, sodass man wirklich den Spareindruck gewinnen konnte. Jetzt ist es natürlich gerade anders und ich glaube, es wird gerade auch rege genutzt. Im Dezember hatte die polnische Regierung die Mineralölsteuer gesenkt, eine Reaktion auf die steigenden Energiepreise und die Inflation. In Deutschland hingegen sind die Kraftstoffe wegen der CO2-Abgabe seit diesem Jahr noch mal teurer geworden. Die Differenz ist nur Steuer. Wir kaufen Benzin und Diesel in Deutschland, importieren das nach Polen und verkaufen mit polnischer Steuer. Ja. Ein Liter Benzin kostet auf polnischer Seite derzeit 1,26 Euro. Der Diesel 1,29 Euro. Wenige Kilometer entfernt in Görlitz eine andere Welt. Diesel und Benzin sind hier rund 30 Cent teurer. Die Tankstelle verweist. Statt hier Halt zu machen, fahren viele aus der Umgebung lieber weiter über die Grenze. Das ist hier ein zweites Fahrzeug noch. Ne? Genau. 20 Liter darf ich im Kanister und zusätzlich zum Betanken. Rentner Gerd Petrich kommt regelmäßig her, um zu sparen. Ich meine, mir geht es relativ günstig hier in Grenznähe. Ist man nicht so darauf angewiesen, auf den Benzin in Deutschland. Aber ansonsten, ja, wenn man sich so umhört, ist schon nicht unerheblich, was da an der Haushaltskasse verloren geht für Benzin und generell für Elektroenergie. Ist ja genau das Gleiche. Ab Februar wird das Tanken in Polen noch mal günstiger. Dann soll auch die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von derzeit 23% auf 8% gesenkt werden. In Skorzelec rechnet man dann mit vielen weiteren Tankkunden aus Deutschland.